Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Season 1, Vanilla-Urlaub, wie auch immer. Und wie ihr seht, sitze ich hier gerade in einem kleinen selbstgebauten Erdloch, einer Behelfswohnung mit einem Block breite, zwei Höhe. Aber ich glaube, ich befreie mich mal. Oh, da ist ja noch mehr. Ja, und ich stehe hier bereits an der Stelle des Panoramafensters, habe mich mal hier runtergetingelt und habe auch schon mal ein paar Fackeln gesetzt, weil das Höhlensystem, was hier in dem Berg ist, ja doch schon ziemlich gewaltig ist. Und naja, ich brauche Kohle. Ich brauche mehr Fackeln. Kohle, sag ich dir nur. Ja, und wie man sieht, bin ich inzwischen nicht mehr auf meinem kleinen Baum, wo ich mich in der letzten Aufnahme ausgelockt habe. Nee, ich habe mir dann kurzzeitig überlegt, machst du doch mal eine kleine Rundreise, guckst dir ein bisschen Gegenden an, vielleicht findest du was, was dir zusagt. Ich habe auch was gefunden und seid froh, dass ich das nicht alles aufgenommen habe. Nee. Da die Taschen ja eh ziemlich schnell voll waren, okay, mit 58 Eisen, 45 Kohleblöcken und ein bisschen anderen gelötet. Ja, ich habe auch schon Kartoffeln und Möhren, weil ich zwei Dörfer gefunden habe auf meiner Rundreise. Wie man sieht, mit Booten, auch Seereise und allem drum und dran. Ja, und das hier wird wohl mein Standort Nummer 1 und 2. Das eine Dorf ist im Übrigen auch hier in der Nähe. Hier in dem Berg werde ich meine erste Behausung reinzimmern. Und dann haben wir hier mehr oder weniger die Deepsea, beziehungsweise einen Deepsea-Abschnitt auch vor der Küste liegen. Und da wird dann irgendwann mein zweiter Bauabschnitt beginnen. So. Ja. Ja, da hast du ja dir wieder sehr viel vorgenommen. Ich für meinen Teil werde erstmal das weitermachen, was ich bis jetzt hier schon die ganze Zeit getrieben habe. Nämlich erstmal meine Höhle hier so weit ausfackeln und etwaige Ein- und Ausgänge verschließen. Ja, das werde ich glaube ich jetzt auch zwangsweise machen. Also sprich erstmal mich jetzt aus meinem kleinen Mini-Unterschlupf hier unten, in dem ich rein verzogen habe, wo Beton alles steht, in höhere Lagen verkrümeln. Beziehungsweise es wird schon wieder... Ich glaube, es wird sehr schnell Nacht. Vielleicht sollte man die Nacht über schlafen. Mit zwei Mann auf dem Zug geht das ja zum Glück noch, ne? Ja, ich habe ein Bett to go dabei, also dementsprechend ist das noch nicht mal so schlimm im Moment. Gut. Ja, noch zeigt er, you can only sleep at night. Ja, wenn es denn soweit ist, dann sagst du Bescheid, dann prügel ich hier nämlich derweil nochmal die Ressourcen aus meinem Berg, weil die brauchen wir ja auch. Ja, Ressourcen. Wie gesagt, schön ist, dass ich auch ein paar Sümpfen vorbeikommen. Ich habe gleich ein paar Lilipads noch mitgenommen, ich habe mir Weins mitgenommen. Aber eine zweite Schere dann irgendwann noch gebraucht. Und ja, leider noch nicht alles an Holz gefunden. Ich liege im Bett. Beziehungsweise, es kann sein, dass ich an Akazie vielleicht auch einfach mal blind vorbeigelaufen bin, weil ich nicht drauf geachtet habe. Teeliege? Hoffen mal, dass nichts kommt. Ja, nein. Dürfte normalerweise nicht, wenn man sich früh genug hinlegt, eigentlich nicht passieren. Habe ich auf der Reise auch gemacht. Nacht kommt, Sonne verschwindet, Bett hingekloppt, reingelegt, gute Nacht. Ja. Und ja, wie gesagt, also an Akazien bin ich wohl glorreich vorbeigelaufen oder habe einfach noch keine gefunden. Was ich auch nicht gefunden habe auf meiner kleinen Reise von fast 2 Stunden. Wie gesagt, seid froh, dass ich es euch erspart habe. keinen einzigen Dschungel. Früher hat man sich aufgeregt, oh, so viele Dschungel, die sollen noch selten sein. Selten, aber dass es nur ein urbaner Mythos wird, ist doch ein bisschen vieles Guten, oder? Drücken wir es mal so aus. Ich habe mir deine Reiseroute angeguckt, die du da gemacht hast. Und so viel war das gar nicht. Wer sich jetzt fragt, wie ich mir das angeguckt haben kann, ohne dass er es aufgenommen hat. Ja, wir haben ja so eine nette Karte bei Nitrado. Richtig. Und die habe ich dann einfach mal, nachdem er mir gesagt hat, er ist auf Reisen gegangen, mal Force-Update gefahren und habe mir mal angeguckt, wo der Gute so lang gepimmelt ist. Ja, es war natürlich auch erstmal einiges, wo du schon warst, mit dabei. Aber ich hoffe mal, dass trotzdem etwas dazugekommen ist. Ja, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Auch wenn die Karte immer noch aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, buggy ist. Ja. Ja, und wie gesagt, hier möchte ich jetzt einziehen und mit der ersten Behausung. Eieiei. Und ich bin immer noch so ein bisschen mit mir am Kämpfen, wie ich das jetzt hier gestalte. Also hier möchte ich auf jeden Fall ein Panoramafenster haben, wo wir gerade dabei sind, ne? Ja, das, wo wir gerade beim Thema Panoramafenster sind. Ähnlich wie hier, weil hier möchte ich das an sich auch so ein bisschen rumziehen. Aber das Problem ist halt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, auch wie ich das denn hier mit dem Aufgang und allen mache. Treppenhaus innenliegend oder... Mir ist in einem Tag hier noch eine Idee gekommen, was ich mal bauen könnte, weil ich mir gedacht habe, das sparst du dir vielleicht für eine Nachfolgeseason auf, weil
Ja, ich glaube, das verrate ich dir mal im ruhigen Moment, falls du mich dran erinnerst. Ja, wenn ich dran denke. Aber das ist, glaube ich, auch mal ein leicht irrsinniges Vorhaben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Menge an Kohle, die ich hier aus dem Berg kloppe, ist nicht mehr normal. Ja, wie gesagt, ich habe 45 Blöcke und inzwischen schon wieder 19 und ich habe einen ganzen Haufen Fackeln schon verbraten auf meiner Reise. Ja. Also ich erinnere mich an Zeiten, da musste man Kohle suchen gehen. Oh ja, achso, ich wollte mir eine Rüstung bauen, dafür habe ich ja schon genug Eisen. Da hast du dich gefragt, sag mal, ich habe ja jetzt 4 Stacks Eisen, ich bräuchte mal Kohle, um den Scheiß zu schmelzen. Weil ich keinen Bock hatte, Charcoal zu machen. Jetzt habe ich mir natürlich ein zweites Mal Iron Leggings gebaut, obwohl ich sie nicht brauche, weil die habe ich in einem Dorf gefunden. Mist, egal. Irgendwann werden sie kaputt gehen, dann brauche ich sie eh. So. Zack, zack, zack. Ich glaube, meine Eisenspitzhacke ist auch schon fast wieder durch. Ja, so ein paar Tools könnte man auch nochmal gebrauchen. Oh, ja. Ich bin ja gespannt, wer dann das Dorf findet, was ich gefunden habe. Wo ich meine, war das einzige Dorf von zwei? Ich glaube, inzwischen kenne ich sogar drei, weil ich das ja auch vom Seed her mir auch nochmal angeguckt habe, weil ich so ein bisschen experimentiert habe, wie ich das hier mit dem Berg vielleicht machen könnte. Mhm. Platzmangel hatte hier auf der Reise, habe ich da mal ganz dreist da gestanden. Was machst du jetzt? Okay, du nimmst das Eisenschwert mit, das angeschlagene Steinschwert lässt du da. was hatte ich noch? Brote. Nehme ich mit? Zwei Erde, lasse ich da. Oder irgendwie so. Mal schauen, wer das findet und sich freut. Das hättest du jetzt nicht in der Aufnahme sagen dürfen. Da hätten sich dann bestimmt ein paar Leute sehr drüber gewundert, wenn sie dann auch mal da lang gelaufen wären. Ich glaube, das tun die trotzdem. Schade. Fällt's denn? Ja, man weiß ja nicht, ob sie es dann direkt auch sehen oder beziehungsweise ob sie das Dorf finden, ne? Jo. So. Oh, ich sehe schon gerade, ich glaube, ich muss meine Bergtour hier zum Ressourcenbeschaffen gleich mal einstellen und mich gleich und dann um was Grundlegenderes kümmern. Essen. Richtig. Hi ho, ich glaube, ich baue mir mal eine Ho. Ja, ich werde mir dann da draußen auch mal ein Field basteln. Leider habe ich noch keine Skelette erlegt, ich habe noch kein Bone Meal, das wird also eine ganze Ecke dauern. Haha, time to farm hat er gekriegt. Ja, ich habe 7 Bones habe ich inzwischen und einen Pfeil. Das haben sie auch, glaube ich, runtergesetzt, die Pfeildropprate bei den Tierchen. Aber dadurch, dass ich halt in einem kann Ort kann vielleicht war, auch am Schwierigkeitsgrad liegen. Man weiß kann auch, nicht. Kann auch. Also wie gesagt, dadurch, dass ich halt schon in einem Dörfli war oder beziehungsweise in zwei, habe ich ein paar Seeds und natürlich habe ich nachhaltigen Raubbau betrieben. Ich habe alles, was ich aus den Feldern rausgekloppt habe, wieder angebaut, weil es soll ja schön bleiben. Erstens das und zweitens, der Nächste, der da durchkommt, möchte ja auch vielleicht was haben. Richtig. Kleiner Hinweis an unsere Mitspieler, ne? Hallo, Mr. Zombie, in dem dunklen Gebiet. Kommen Sie her, ich massiere Ihnen die Füße mit meinem Steinschwert. Das klingt so verkehrt. 1, 2, 3, 4. Was, dass ich ihm die Füße mit meinem Steinschwert massiere? Ja, unter anderem. Wow! Hallo, Mr. Sniper. So, gucken wir mal. Ha! Ich war auch noch relativ bescheiden. Ich habe, glaube ich, Bogen und Knochen kassiert. Sehr schön. Yeah, nice, nice. Ich habe 22 Seeds mitgenommen jetzt insgesamt. Und, ach Gott, ja, gut, ein bisschen Weizen abgebaut zur Nahrungsversorgung. Weil da war es ja doch schon ein bisschen knapper. Schweine gab es nicht ganz so viel zu finden. Beziehungsweise, was man gefunden hat, ist sehr schnell verschwunden. Aber noch schon ein bisschen Weizen. Ich hasse die Skelette. Ich glaube, ein paar Kartoffeln bauen wir auch gleich noch an. Ja, die sind mies. Vor allem, desto näher man kommt, desto schneller schießen sie die kleinen Rotzbuben. Ja, machen zwar auch weniger Schaden, aber... So, da hatte ich... Ja, das Problem ist halt, nah dran kommen, ne? Ich hab dich gleich, zack, wieder zurückgeschossen ein Stück. Ja, das ist immer so eine Sache. Ja, und das ist der Grund, da wir ja nun auch auf hart spielen, bin ich noch ein bisschen vorsichtiger, als ich es sonst eh schon bin. Ist ja auch nicht schlimm. Mein Ziel ist es, mit so wenigen Toten wie möglich durch diese Season zu kommen. Oh ja. Wie wäre das Traumziel? Null, aber unmöglich? Obwohl, ja okay, durch Mitspieler wahrscheinlich eher unmöglich. Denn ich glaube nicht, dass auf kurz oder lang nicht doch jemand anfängt, ein bisschen zu trollern. Ja, es wird sich dann ja aber auch ganz schnell auf Gegenseitigkeit berufen. So, und hier geht's richtig. Ein Grund, noch ein Zusatzgrund, warum ich mich
in die Ferne geschlagen habe, ohne dass man direkt weiß, wo ich bin. Man wird mich zwar wahrscheinlich eh irgendwann finden, aber bis dahin, habe ich hier vielleicht schon die eine oder andere Falle oder so gebaut. Wie war das? Oh, wir haben Herr Okami gefunden. Rupums tot. Ja, ich hatte schon ein paar schöne Ideen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Berg ist mal wieder... Ja? Den ersten vier... Moment. Habe ich gehört? Ja, das klang wohl noch ein Zombie. Ich hatte gerade das Gefühl, ich höre hier ein Platschen. Das wäre natürlich ganz schön, ne? Also dieser Berg ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Viele Höhlen, viele Wege, viele Gänge. Wenig Ressourcen. Hoffe ich auch, weil ich werde leider Gottes ja auch für meine Baufarben, die ich jetzt hier habe, auch einiges an Slimy Balls brauchen. Alleine schon für Sticky Pistons. So, erstmal jetzt die Grundversorgung steht. Da haben wir jetzt erstmal ein komplettes Feld. Hoppala. Das ist irritierend. Ich bin immer noch ein bisschen da in der Eingewöhnungsphase für dieses Texture Pack. Es gefällt mir richtig gut, aber ich muss mich noch an ein paar Texturen gewöhnen. Ja, reicht das mal. Das soll jetzt erstmal reichen. Ich habe ja noch ein paar gegrillte Schweine. Schön ist ja, dass ich... 21 Eisen. Nicht schlecht. Schön ist ja, dass ich hier in der Nähe sogar einen kleinen Schweinegrill gefunden habe. Ich habe hier recht nah, wo ich mir schon am Anfang gedacht habe, hey, hier gefällt es dir, bevor ich dann zweimal auf die Nase fallen, weiter den nächsten schönen Abschnitt gefunden habe. Da kommt Lava aus dem Berg und da war eine ganze Schweinefamilie. Ich stehe da, gucke mir das gerade an, auf einmal drehe mich um. Oh, ein Schwein ist in die Lava gefallen. Da ist ein gegrillter Schnitzel. Oh, noch ein Schwein. Oh. Gut, ich habe Essen. Ja, hat doch was. So, ja, jetzt müsste ich hier eigentlich alles gut genug ausgeleuchtet haben in meinem Berg, zumindest die Bereiche, die schon öffentlich sind. Ich zeige hier gerade mal meine Kiste, die ich hier gebaut habe. Ich habe 27 Cooked Pork Shops. Vor der Schweinefamilie hatte ich, glaube ich, noch 7 oder 8. War schön. Ohne jetzt muss ich doch mal gucken, irgendwie kommen mir hier die Sounds ein bisschen leise vor. Music, Weather, Jukebox, Blocks, ja, das ist Features, Environment, Player, Das Einzige, liegt was. Liegt vielleicht auch nur an mir. Kann so. Mir kommt es aber auch so ein bisschen so vor. Dass ich heute ein bisschen was an den Ohren habe. So, und jetzt da oben will ich reinziehen. Wie machen wir das denn hier? Das ist das Problem. Ich bin echt am Überlegen. Ich habe jetzt in meiner Testwelt hier von einem innenliegenden Aufgang gebaut. Der gefällt mir aber nicht. Ah, es wird schon wieder Nacht. Ja, es wird schon wieder Nacht. So, also an sich müsste ich jetzt alles innerhalb meines Berges sicher haben. Außerhalb meines Berges. Ja, ich laufe hier ja mehr noch Freiluft rum. Deswegen werde ich mich auch gleich wieder in mein Bett reinhauen, wenn die Sonne verschwunden ist. Jetzt überlege ich gerade, können hier ein Panoramafenster hinsetzen und wenn ich hier ein bisschen weiter ausarbeite, kann ich auch in diese Richtung gucken. Aber das passt mit dem Verlauf des Berges nicht, den müsste ich ändern. Ich hoffe. Habe ich dann aber nicht so den Drang zu, das zu tun. So, ich hau mich mal ins Bett. Genau, ich bin auch gleich da drin. So, zack. Denn jetzt ist erstmal, komm. Ah. Hat ein bisschen gedauert, obwohl ich drin lag. Na gut. Ja, jetzt erstmal safe bauen, ne? Jetzt erstmal obligatorisch Kistentime. Mhm. So, ein bisschen Oakwood. Oakwood wird da haben. So, und... Damit ich schon mal so ein bisschen was von meinem Zeug erstmal ablegen kann. Denn die Kohle. Ja, ich habe eine Doppelkiste. Das sollte mir erstmal reichen. Bis ich anfange, hier Sachen aus den Wänden zu kloppen. Ah, das ist ein Problem. Ich stehe hier echt. Wie mache ich es jetzt? Wie baue ich es jetzt? Es ist ja nicht so, dass man es wieder umbauen könnte, alles. Aber es erspart doch Zeit. Pfeile habe ich keine. Mach ich Gunpowder hier. Gunpowder kann weg. Rotten Flesh kann weg. Bow kann weg. Wolle kann an der Seite. Apfel behalten wir mal, der kann uns das Leben retten. Da kommt übrigens ein Ei. Legen wir erstmal eine Seite. Holz werden wir noch brauchen. Nein, hier will ich jetzt nicht runter. Ich weiß nämlich warum. Da muss ich nämlich über diesen Berg rüber krakeelen. Ich glaube, als erstes könnte ich mal einen Durchgang gebrauchen, oder? So. Oh, Achievement, time to farm. Ja. Das ist das, was ich jetzt auch tun werde.
Richtig. Irgendwo war hier doch ein Ausgang in die andere Richtung, das weiß ich doch. So, erst ein bisschen fackeln. Ja, hier ist ganz viel Kohle, ich weiß. Müsste doch eigentlich... War der hier? Das heißt, ich mache jetzt hier ein schönes Panorama. Da mache ich auch das Problem mit Hanse. Durch und dann da vielleicht den Aufgang. Ja. Wird etwas aufwendiger, aber ich glaube, ich scheue sowas nicht. Nein. Aber ich gehe dann einfach mal hier über den Berg. Vielleicht kann ich ja sogar hier oben auf dem Berg meine Farm hinsetzen. Das wäre natürlich sehr praktisch. Ich glaube, das wird mal interessant, wenn die Season hier irgendwann in ferner, ferner Zukunft sich dann dem Ende nähert. Mal die, beziehungsweise wenn ist, dann mal von der Overview-Map ein Foto zu machen, das mal zu posten. Ja, das können wir auf jeden Fall dann mal tun. Aber vorher würde ich es vielleicht nicht unbedingt teilen, weil, wie gesagt, alleine schon durchsuchen. Weil ich glaube, man findet sich relativ schnell, wenn man das weiß. Einen Moment, da muss ich mal kurz mich muten. Mute dich, mute dich. Ja, komm. Time to build. Ach nee, was zu essen wollte ich holen. Oh, Zerstreutheit. Oh, 13 sollten erstmal reichen. Ich glaube, ich muss mir mal langsam dann Schwein und alles hier auch anlachen. Damit ich ein bisschen was zu futtern hier kriege. Weil die Futterversorgung auf hart ist doch ein bisschen härter. So, und da bin ich auch wieder. Jawohl, jawohl. Wie machen wir es denn hier mal eben? Ist der Ausgang, den ich doch gesucht habe. Wie komme ich denn zu diesem... Hier ist noch was nicht ausgeleuchtet. Machen wir erstmal so ein bisschen grundlegendes Platzschaffen hier drin, ne? So, gut. Ich sollte vielleicht nicht die hoen, sondern die Schaufel nehmen zum Erde kloppen. Wäre vielleicht sinnvoller. Ja, durchaus. Wie komme ich denn hier... Und ja, Playlist läuft im Hintergrund wieder. Das ist aber noch keine abgeänderte. Da bin ich noch nicht zugekommen, meine lieben Zuschauer. Das wird aber, wie gesagt, ich werde die ein bisschen überarbeiten mit der Zeit jetzt. Da muss ich mal wieder schauen, was es so schickes Neues vielleicht gibt, was mir dann zusagt. Voilà, so. Aha. Aha. So komme ich da also hin. Da hinten haben wir wenigstens ein bisschen Sand. Das könnten wir theoretisch auch mal abgrasen. Brauche einiges an Fenstern. Nur ja kurz überlegen, wie war das? Ein hardet Glas? War das einfach nur gefärbt oder? Ja, du brauchst dann den Farbstoff dafür und ich weiß gar nicht, ob du den. Ich glaube, den Farbstoff legst du in die Mitte und 8 Glasscheiben ringsrum. Ich glaube, genau so war es. Glas, also Glas ringsrum, keine genau. Glasscheiben. Ich glaube, so war es. So, und jetzt habe ich schon keine Spitzhacke mehr. Das hat sich ja wieder hervorragend zugetragen. Aber ich möchte meine Farm eigentlich nicht im Schnee haben. Ich möchte das eigentlich ein bisschen tiefer haben. Das ist jetzt... Schnee. Wenn man schon unbedingt auf dem Berg wohnen muss, ne? Aber wie gesagt, das wird mal ein interessantes Experiment. Im Berg. Und ein bisschen wird man wahrscheinlich auch auf dem Berg leben. Ich glaube, das wird dann wirklich interessant, wenn mein zweites Bauvorhaben kommt. Mir wird gerade lichter. Nee, hast du Glowstone gefunden schon? Nee, bin ich in der Hölle? Bin ich im Nether? Nein. Aber ich habe da eine Idee, sogar eine, die recht gut funktionieren könnte, wo ich meine Farm hinbaue. So, und jetzt wird's offiziell kritisch, ich bin am letzten Stake. So, machen wir erstmal ein bisschen Gekoppel hier. Welcher Höhe bin ich denn da? Ich glaube, da bin ich... Ich glaube, einen noch rüber. Dann machen wir das hier als... Hinterher dann mal als Zugang. Muss ich hier gerade mal was messen. Ich weiß, ich gimpe jetzt hier schon wieder viel zu viel rum, obwohl ich eigentlich eine Nahrungsversorgung bauen müsste, aber... Das will ja auch richtig gebaut werden, ne? Kurz F3 gedrückt, wir sind hier auf 75. So, dann machen wir das erstmal so. Bauen wir hier gleich mal eine Tür noch ein. Lassen wir F3 mal an. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Hoops. Was nehmen wir denn? Ist ja geil. Das ist die Höhe, auf die wir müssen. Packe ich mir hier mal ein... Immer schon mal eine Markierungskoppelkante hin.
Wie ich das weiß nachher noch. Nein, muss ich. 4. So, zack, oh, machen wir schon mal das erste Gloss. Das sieht vielversprechend aus. Hier richten wir uns häuslich ein. Okay. Zumindest haben wir dann hier eine minimale Behelfswohnung. Ich glaube, ich werde dann hier auch einen Gang durchprügeln dürfen. Hier wird das Tor reinkommen. Das heißt, das hier wäre dann auch hinterher die Mitte. Mal gucken, wo ich auf der anderen Seite im Berg rauskomme. Wahrscheinlich ganz am Ende wirklich im Berg. Euer Okami, was ist das Spannendste in ganz Minecraft? Neben Erde klatschen und Steine? Ach Gott, da gibt es so vieles Spannendes. Du hast es bereits gesagt, man kann es unter einem Sammelbegriff zusammenfassen. Terraforming. Was ich hier gerade mal betreiben muss, weil ich hier... Ja, das steht uns beiden ja doch ein bisschen bevor. Hey, ich bin so relativ gut rausgekommen. Zweite Tür.